So, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Ist wieder. Was geht ab, Leute? Jetzt kommen wir zu einem neuen Video und zwar, wie ihr schon im Titel gelesen habt, Clean Eating versus Effizient Macros. Ich habe mir hier eine Liste gemacht aus ein paar Stichpunkten, also aus ein paar Schwerpunkten, auf die ich eingehen möchte. Und eins vorweg: Clean Eating ist, wenn man sich relativ sauber ernährt, sprich vollwertige Nahrungsmittel, relativ meist unverarbeitet, Reis, Hühnchen, Quark, Haferflocken, fettarmes Rinderfleisch, Rindfleisch, fettarmes Schweinefleisch, Eiklar und sowas, sowas ist jetzt Clean Eating und also viel, auch viel Gemüse und so. Und rechts ist hier, also hier Clean Eating, hier ist If It Fits Your Macros, Flexible Dieting. Das kehre ich jetzt alles mal unter ein Ding, also ich setze If It Fits Your Macros und Flexible Dieting jetzt mal gleich. Ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, aber darauf gehe ich jetzt gar nicht ein. Und zwar eins vorweg, bei beiden Ernährungsformen davor vorausgesetzt, dass man trackt, sprich, dass man jetzt, wenn man für Macros mal irgendwo isst, dass man dann ungefähr schätzt, was man gegessen hat und oder vielleicht findet man das ja sogar in den Fitness-Apps, in den Ernährungs-Apps, die es gibt, dass das vielleicht sogar drin ist, das Restaurant, die Mahlzeit, die da ist. Aber es wird auf jeden Fall beides getrackt, sprich die Kalorien werden gezählt. Deshalb gibt es da jetzt keinen Pluspunkt für oder Minuspunkt für irgendeine von den beiden Kategorien, weil das eben bei beiden vorausgesetzt wird. So, jetzt kommen wir zum ersten Punkt. Das mag ein bisschen subjektiv sein, aber zum Beispiel jetzt das Hautbild. Also mir ist aufgefallen, wenn ich viel Scheiße esse, sprich viel verarbeitete Lebensmittel, Schokolade, Süßigkeiten, Pizza, Fertigsuppen und sowas, dann wird mein Hautbild deutlich schlechter, sprich ich kriege mehr Pickel und einfach unreiner. Das ist meiner Meinung nach auch auf Haare bezogen, die Haare werden fettiger, ungepflegter. Allgemein das ganze, der ganze Körper reagiert einfach aufgrund der Inhaltsstoffe in den nicht sauberen Lebensmitteln, reagiert damit mit schlechterer Haut und allgemein auch schlechterem Immunsystem, und deshalb ist es ein ganz klarer Pluspunkt für Clean Eating. Clean Eating! Muss jetzt sein, dass ich einen Bizeps geflext habe. Genau, dann zum nächsten Punkt. Gesellschaftlich-kulturell. Gesellschaftlich ist natürlich das Clean Eating, sprich wenn man jetzt zum irgendwo hingeht mit seinen Freunden und hat eine Tupperbox dabei, die dann Reis und Hühnchen enthält oder was weiß ich, Eiklar und Kartoffeln mit Brokkoli, dann ist das natürlich total schrecklich und oh mein Gott, was ist denn der da? Wieso kann der denn nicht normal essen? Also quasi, warum haut er sich denn nicht einfach irgendeine ungesunde Scheiße ins Gesicht, sondern kocht vor? Gott, das ist ja ein Aussätziger, was für ein Spaß. Deshalb, weil unsere Gesellschaft einfach behindert ist, jetzt nicht die auf spezielle Menschen bezogen, sondern auch was das Verhaltens, was die Verhaltensregeln sagen und was dann einfach so als normal und als unnormal angesehen wird, ist meiner Meinung nach einfach absolut völliger Schwachsinn, weil was ist normal, was ist unnormal, wer definiert das? Und deshalb ist natürlich bei If It Fits Your Macros, sprich Flexible Dieting, wenn du unterwegs mit deinem Freund bist, du kannst mal was trinken gehen, du kannst jetzt auf die Meal Prep bezogen erstmal, ist natürlich dort alleine schon, würde ich jetzt sagen, dass keiner von denen einen Punkt kriegt, weil das einfach nur die Gesellschaft so will, dass man das nicht macht, dass man sich was zum Essen mitnimmt. Deshalb ist das Schwachsinn. Aber wenn man sich jetzt durchgehend sauber ernährt, sprich man darf nicht mal was trinken, wenn man weggeht, oder man muss dauernd sein Essen mitschleppen, das ist ja einfach unhandlich, das muss man einfach sagen. Und auch wenn ich es persönlich so mache, aber es ist unhandlich. Und deshalb kriegt auch, weil man jetzt zum Beispiel, man kann einfach nicht mal sagen, hey Bro, wir gehen jetzt mal zum Mac und danach gehen wir weg, wir hauen uns jetzt Burger rein und danach gehen wir ein bisschen was trinken, Party machen. Das geht halt, wenn man sich immer sauber ernährt, geht das nicht. Deshalb ganz klar ein Punkt für If It Fits Your Macros Flexible Dieting. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, die Flexibilität. Flexibler ist man natürlich auch absolut bei If It Fits Your Macros Flexible Dieting, deshalb heißt es ja Flexible Dieting. Man kann einfach mal was essen, was einfach in die Makros oder die Mikros passt, ohne dass man jetzt ganz genau auf die Inhaltsstoffe achtet. Man schaut einfach ungefähr so peu à peu, wie viel
Proteine, wie viel Carbs, wie viel Fette das hat, die kompletten Kalorien, schaut man einfach, dann trackt man sie und dann hat man natürlich unsauberer gegessen, aber man ist flexibler und meiner Meinung nach ist es auch gut, wenn man jetzt mal unterwegs ist und sich vergessen hat, was vorzukochen oder das Essen nicht reicht und man Hunger hat und man trotzdem eh sowieso im Aufbau ist, dann kann man schon mal so was essen, zum Beispiel jetzt eine Fischsemmel oder so oder ein Burger oder was weiß ich, beim Asiaten mal was Hühnchen und Nudeln ziehen, ist deshalb meiner Meinung nach, man ist relativ viel, viel flexibler, was das Essen angeht und deshalb kriegt es auch einen Pluspunkt und ja. Jetzt kommen wir zum Fressanfall. Einen Fressanfall hast du natürlich, wenn du irgendwie zu Macros machst, beziehungsweise Flexible Dieting, hast du nicht. Das muss man nicht so sagen. Wenn man sich durchgehend clean ernährt, sprich an einer Diät oder einfach auch im Aufbau, man immer sauber ist, dann probiert man, was dann kann, wenn man nicht die nötige Selbstkontrolle hat, dann kann man schon in einen Fressflash fallen. Das ist mir persönlich auch passiert in der Diät mal. Da habe ich mir gedacht, gut, ich habe jetzt noch 300 Kalorien frei oder 400 waren es, dann sage ich, ja, dann gönn dir halt mal einen Cheeseburger und dann ist aus dem einen Cheeseburger sind halt dann 4 Cheeseburger geworden und 2 McFlurry, was halt dann wieder in einem richtigen Fressanfall, Fressgelage geendet hat. Und man kann sich einfach, wenn man weiß, man darf sich was gönnen. Man darf mal einen Burger essen oder ein Eis oder was weiß ich, Cookies. Dann geht man an die Sache ganz anders ran. Der Fressanfall ist alleine schon psychisch nicht so präsent und kann gar nicht so schlimm passieren, weil du weißt, du darfst auch was anderes essen. Und das ist halt bei Flexible, bei Clean Eating nicht der Fall. Deshalb liegt auch hier wieder eventuell zu Macros ein Punkt. Das heißt, die hätten jetzt 3 Punkte, 3 Pluspunkte und Fressanfall einen. Verzicht. Man muss natürlich bei Clean Eating auf sehr, sehr viel verzichten, wenn man sich wirklich durchgehend daran hält. Man geißelt sich in seinem Leben selbst. Weil man eben weiß, man darf gewisse Lebensmittel oder gewisse Mahlzeiten nicht essen. Und das ist dann auch immer wieder so eine psychische Komponente, du weißt, ich darf das nicht. Oh Mann, ich limitiere mich selbst, also ich begrenze mich selbst auf die Lebensmittel, die sauber sind und darf halt einfach nie was anderes essen. Das ist dann wieder psychisch, dass man sich selbst eben was verbietet, ein Verbot. Und dadurch kann, durch den Verzicht, auch mal auf den Punkt vorher einzugehen, kann der Verzicht schon zu einem Fressanfall führen. Alleine, weil es nur psychisch ist. Und die psychische Komponente darf man beim Bodybuilding, vor allem in der Diät, nicht vergessen. Die ist immer präsent. Und je mehr man im Kaloriendefizit ist, je geringer der Körperfettanteil ist, desto schwerer wird es für jeden Menschen, jetzt, dass man sich zusammenreißt, was das Essen angeht, weil du hast Hunger. Dein Körper ist im Ausnahmezustand. Und du hast einfach durchgehend Hunger und bist einfach in so wirklich so einem Notzustand und dann ist einfach die Heißhunger oder der, und das zu wissen, dass man den Verzicht, dass man das was nicht essen darf, ist einfach viel, psychisch viel präsenter, als wenn man sich jetzt mal sagt, hey Digga, du bist jetzt auf Diät, du hast jetzt noch 300 Kalorien frei, dann gib dir doch mal ein Eis, dann hast du das auch wieder. Sprich, du musst nicht auf alles verzichten, solange du es im geregelten Maß machst. Deshalb kriegt E-Fit zu Macros wieder einen Pluspunkt. Und zwar der nächste Punkt ist Sättigung. Bei der Sättigung ist natürlich ganz klar Clean Eating, aber ich meine absolut einen Pluspunkt. Ist einfach so, weil keiner kann mir sagen, dass eine Tiefkühlpizza mit 900 Kalorien dich genauso sättigt wie 900 Kalorien in Form von Hühnchen, Kartoffeln und Gemüse. Das geht einfach nicht. Das liegt an der Kaloriendichte, sprich wie viel Kalorien es auf 100 Gramm oder auf eine gewisse Grammanzahl hat. Die ist bei sauberem Essen einfach viel geringer und bei dreckigem Essen, bei Cheat-Essen, bei gesellschaftlich angesehenem Essen, ist die einfach viel höher, die Kaloriendichte. Das bedeutet, wenn man sauber isst, wenn man sich sauber ernährt in Form von Hühnchen, Reis, Kartoffeln, Gemüse, darf man einfach ein viel, viel höheres Volumen an Essen zu sich nehmen, das dich sättigen kann. Und das ist ein absoluter Pluspunkt, weil du einfach mehr im Magen hast, du voller bist und dann vielleicht gar nicht daran denkst, dass du jetzt Bock auf irgendwas anderes hättest, weil du eben so gesättigt bist. Und das ist eben bei Clean Eating tausendmal besser, was auch meiner Meinung nach, wie gesagt, ein Pluspunkt ist für Clean Eating, vor allem in der Diät. Das spricht dafür, weil wenn du eben weißt, du hast jetzt nur 500 Kalorien frei und gibst dir 500 Kalorien in Form von Eiklar und Brokkoli, dann hast du einfach eine unglaubliche Menge an Essen, an Volumen des Essens, im Gegensatz zu 500 Kalorien in Form von Erdnussbutter oder Nutella oder eine, was weiß ich, eine Pizza oder sowas.
Deshalb ist die Sättigung auf jeden Fall ein Pluspunkt fürs Clean Eating. Die Fettsäurekomposition. Fettsäurekomposition bedeutet, wie viele gesunde Fette in Nahrungsmitteln enthalten sind. Das ist natürlich bei Effizient Macros überhaupt nicht der Fall, weil meistens sind tierische Fette verarbeitet und tierische Fette sind einfach schlecht. Das sind keine Omega-6 oder pflanzliche Fettsäuren, sondern es sind tierische Fette und tierische Fette sind einfach schlechter für den menschlichen Körper als pflanzliche Fettsäuren und deshalb ein ganz klarer Punkt für Clean Eating, sprich du weißt, was für Fettsäuren drin sind, was für Fettanteile drin sind, Omega-3, Tierfett, pflanzliches Fett, Transfette, du weißt, hier ist das, im Clean Eating ist das und das drin und du weißt bei verarbeiteten Lebensmitteln, bei einer Pizza zum Beispiel, weißt du nicht genau was, das ist zwar angegeben, aber jetzt auch nicht so detailliert und deshalb weiß man das einfach nicht und du weißt eben quasi einfach gar nicht, was du in deinem Körper da antust, was du da für einen Dreck in ihn reinhaust und es ist einfach ungesünder. Und es ist einfach, dass eine Pizza ist einfach ungesünder als Brokkoli mit Reis und Hühnchen. Und das ist einfach so der Fall, weil ich meine, der menschliche Körper, die Neandertaler sind ja auch nicht angegangen, haben sich eine fette Pizza gebacken oder so. Oder die frühen Menschen, die haben halt einfach Fleisch gegessen und Hülsenfrüchte vielleicht noch, irgendwann dann Brot oder Kartoffeln. Aber die haben jetzt keine, das ist einfach nur die Bequemheit der heutigen Gesellschaft treibt einen einfach dazu, dass man unsaubere, verarbeitete Lebensmittel isst. Und man weiß im Endeffekt wirklich überhaupt nicht, was man da in sich reinhaut. Was mich zum nächsten Punkt führt, Zusatzstoffe, sprich zum Beispiel Konservierungsstoffe, Farbstoffe, bla bla bla. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist bei sauberem Essen auch der Fall. Natürlich wird auch was drin sein. Bei Hühnchen ist auch, deshalb kriegt man natürlich auch wieder Effizient Macros einen Punkt. Ist auch vollgepumpt mit Antibiotika ohne Ende, aber sind einfach generell weniger Zusatzstoffe in nicht verarbeiteten, sprich in sauberen Lebensmitteln, wie in dreckigen, wie es bei Flexible Dieting oder Effizient Macros der Fall ist. Und deshalb führst du, wie gesagt, deinem Körper einfach absoluten, völligen Mist zu, den er eigentlich überhaupt nicht braucht, für den er nicht ausgelegt ist, was natürlich dann wieder auf die anderen Punkte, die ich vorher schon gesagt habe, wie zum Beispiel das Hautbild oder halt die Fettsäurekomposition rückzuführen ist und deshalb es ist einfach ein weiterer Pluspunkt für das Clean Eating, weil man eben weiß, was man in sich reinstopft. Natürlich sind auch hier Zusatzstoffe drin, die man wahrscheinlich nicht weiß, aber meiner Meinung nach und auch wissenschaftlich belegt, weitaus geringerer Anteil als wie bei zuckerverarbeiteten, sprich dreckigen Lebensmitteln. Den neunten und letzten Punkt für heute und zwar Salz bzw. Zucker. Sehr stark verarbeitete Lebensmittel haben immer Unmengen an Salz und Zucker drin, sprich Salz ist sowieso ungesund für den Organismus. Du ziehst nicht nur ohne Ende Wasser, wenn du Salz zu dir nimmst, sondern es ist auch einfach in höheren Mengen, in hohen Mengen ist Salz einfach schädlich und durchaus tödlich. Ich weiß jetzt nicht, ob wie viel Gramm Salz tödlich ist. Man kann sagen, natürlich, die Menge macht das Gift, alles ist im übertriebenen Maße giftig und tödlich, aber Salz ist einfach ein wichtiger Anteil, ein wichtiger Aspekt, den man ansprechen muss und der ist in verarbeiteten Lebensmitteln, also bei Effizient Macros Mahlzeiten, einfach mehr enthalten als bei Clean Eating, weil da dosierst du das Salz meistens selbst. Manche wiegen es sogar ab, ich wiege Salz in meiner Diät zum Beispiel abgewogen und dann weiß ich einfach, ich nehme so und so viel Salz zu mir und es ist einfach durchaus weitaus besser für den kompletten Organismus, für den kompletten Körper, wenn man weiß, wie viel Salz das man zu sich nimmt und dass es auch nicht zu viel ist und deshalb wieder, und auch bei Zucker, es ist überall, ob ihr es glaubt oder nicht, in jedem Scheiß Essen. Rotkohle, glaube ich, heißt es. Und da dachte ich mir so, kaufst du jetzt ein frisches oder es gibt so Mildessa gibt es. Das ist jetzt keine Schleichwerbung oder Product Placement. Das ist mir jetzt, glaube ich, so heißt der. Und da dachte ich mir so, dann kauf dir, schau dir doch das mal an. Weil ich bin auch faul, muss man einfach sagen. Und dann schaue ich so drauf und schaue so. Und dann steht da, ich weiß gar nicht mehr wie viel Gramm, aber ich glaube über 15 Gramm Zucker auf 100 Gramm. Wo du dir denkst, Alter, ich will doch nur ein Blaukraut essen und keinen verfickten Zuckerhut. Und dann denkst du dir, Alter, ist es der Ernst, dass du das, dass dir so viel Salz, so viel Zucker reintun? Und deshalb, wir führen unserem Körper so viel Zucker zu. Kein Wunder, dass es so viele zuckerkranke Leute gibt oder so viele übergewichtige Leute, weil in jedem verarbeiteten, stark verarbeiteten Lebensmitteln und dann auch im Allgemeinen in allen Lebensmitteln ist einfach Zucker enthalten. Das ist einfach schlecht für unseren Organismus. Du wirst zuckerkrank, du kriegst sonst welche Krankheiten, du wirst einfach übergewichtig und wenn man das jetzt deshalb hat,
Clean Eating, natürlich, dort wird auch Zucker enthalten sein, aber dort ist es einfach nicht diese krassen Mengen wie bei Flexible Dieting und effizienten Makros-Mahlzeiten. Deshalb ein ganz klarer Punkt wieder für Clean Eating. Und das muss ich jetzt zum Beispiel dazu sagen, wenn jetzt einer sagt zum Beispiel, ja, Flexible Dieting ist, oder effizienten Makros ist besser, auch in der Diät, dann sag ich, zum Beispiel würde ich jetzt zum Beispiel sagen, Digga, du möchtest ja Fett verbrennen. Wenn du aber deinen Glukosehaushalt, sprich dein Insulin-Peak, durch den Zucker in den verarbeiteten Lebensmitteln zu hoch ist, hast du einfach eine schwerere und eine schlechtere Fettverbrennung, als wenn du dir nicht so viel Zucker zufügst. Ist ja auch ganz klar, wenn du dir Zucker zufügst, wird Insulin ausgeschüttet, Insulinpeak, das heißt, du verbrennst nicht so viel Fett, und deshalb ist einfach Clean Eating darauf bezogen, auf Zucker bezogen, besser und auch wesentlich gesünder. Deshalb ein Pluspunkt dafür. Dann wären wir jetzt beim Ende angekommen, jetzt zähle ich mal schnell nach. Am Ende, und zwar 6 Punkte gehen an Clean Eating, 6 plus, und 3 plus gehen an effizienten Makros. Sprich, eigentlich wäre Clean Eating jetzt besser. Das ist natürlich jetzt alles auch ein bisschen eine subjektive Meinung, weil man kann bestimmt in manchen Dingen auch anders argumentieren, wie ich das jetzt getan habe. Ich bin ein Verfechter des Clean Eatings, ganz klar. Aber, jetzt kommt das große Aber, ich esse auch Pizza, ich esse auch Eis, ich esse auch einen Burger. Ich hau mir auch Süßkartoffelpommes rein, die nicht im Backofen gemacht sind, sondern in der Fritteuse. Auch ich mache sowas, auch ich esse gerne mal Schrott, aber ich mache Minimum zwei Drittel meiner Mahlzeiten, sprich 66% des Essens, die ich zu mir nehme, sind sauber. Ich gönne mir jeden Tag was. Gestern habe ich zum Beispiel Chips gegessen und ein Schokohörnchen. Vorgestern habe ich mir Süßkartoffelpommes in der Fritteuse gemacht und habe dazu einen Burger gegessen. Wie gesagt, auch ich esse Scheiße, aber ich achte einfach, dass es ausgewogen Gleichgewicht ist, dass ich genug Mikros habe, dass ich genug Makros habe, dass ich nicht zu viel Zucker, nicht zu viel Salz zu mir nehme, dass ich genug, das heißt Fibers jetzt auf Deutsch, Ballaststoffe zu mir nehme, sprich mindestens 11 Gramm auf 1000 Kalorien nehme ich Ballaststoffe zu mir. Das ist auch der Richtwert, an dem man sich halten soll. Glaube ich, nagelt mich nicht fest, nicht, dass ich jetzt Scheiße erzähle, aber ich denke, dass 11 Gramm Ballaststoffe auf 1000 Kalorien so der Durchschnittswert ist, der Richter, an dem man sich halten soll. Und wie gesagt, ich mache beides, ich esse 2/3, also 66% circa gesunde Lebensmittel, auch viel Gemüse, und 33% oder 1/3 eben Bullshit. Manchmal ist es 80% sauber, manchmal esse ich 4 Tage am Stück sauber, manchmal esse ich 4 Tage hintereinander Scheiße, natürlich nicht nur Scheiße. Aber es ist einfach, Balance ist einfach das Zauberwort hier, und deshalb, ich denke mir so, in der Diät zum Beispiel bin ich absolut ein Verfechter von Clean Eating. Da höre ich auf mit effizienten Makros oder Flexible Dieting, da zähle ich meine Kalorien, tue ich jetzt auch, aber da zähle ich meine Kalorien, weil ich nur saubere Sachen esse, sprich, da achte ich wirklich darauf, dass ich nur sauber esse. Das ist aber auch mehr für den Kopf, weil wenn ich mir eben einfach mal was gönne, dann artet es bei mir in den Fressflash aus, aufgrund meiner Vergangenheit mit dem Bulimie und so. Und deshalb mache ich das für mich besser, aber im Aufbau bin ich ganz klar ein Verfechter von einem Mischmasch aus beiden. Clean Eating gepaart mit Efficiency Micros, gepaart mit Flexible Dieting. Ich esse mega gern Hühnchen, Reis, Vollkornnudeln, Quark, Haferflocken, Whey, was auch immer sauber ist, Gemüse, Brokkoli, Blumenkohl. Richtig geil, Kartoffeln mega geil, obwohl ich sogar sagen muss, ich würde Kartoffeln immer essen, aber die haben ja einfach eine zu geringe Kaloriendichte. Deshalb esse ich die im Aufbau nicht, weil du da Unmengen davon essen musst. Dafür aber in der Diät esse ich meistens nur Kartoffeln, weil du dir dann 2 Kilo oder so geben darfst, was eben wieder für Sättigung zählt, aufgrund des höheren Volumens, der geringeren Kaloriendichte. Und ja Leute, wie gesagt, schießt euch nicht auf eins ein, wenn ihr mal unterwegs seid und mal ein Bier trinken wollt oder mal einen Burger oder was weiß ich. Oder euch mal eine Breze, eine Käsebreze oder ein Eis gönnen wollt oder sonst irgendwas oder Pommes, dann macht es. Aber schaut einfach, dass es nicht nur scheiße ist, dass ihr auch, wenn ihr daheim seid und die Möglichkeit habt oder unterwegs seid und es sauberes Essen gibt, wenn ihr euch jetzt zwischen einer Torte und einem Essen vom Asiaten entscheiden müsst, dann nehmt doch bitte die Torte. Nee, dann nehmt doch das chinesische Essen vielleicht mit einem kleinen Stück Kuchen hinterher und nicht gleich die ganze fette Torte oder das Schokohörnchen oder die fette Mondschnecke. Natürlich kann man sich auch das gönnen. Wie gesagt, alles in Maßen und haltet euch ungefähr an den Richtwert, so 66 bis 70,
70-80% sauber ernähren und den Rest könnt ihr euch so reinhauen, wie ihr wollt. Es sind genug Kalorien, wenn man im Aufbau ist. Und in der Diät will ich jetzt gar keinen Tipp geben, weil das jeder anders macht. Der Brosep zum Beispiel, auch keine Werbung jetzt, ist ja immer ein Verfechter des Flexible Dieting. In der Diät bin ich eben nicht, da esse ich strikt nach Plan, strikt nur saubere Lebensmittel. Da gibt es auch allerhöchstens mal alle 3-4 Wochen einen Cheat Day oder besser gesagt ein Cheat Meal. Aber sonst wird immer zu 99% der Zeit sauber gegessen. Und wie gesagt, im Aufbau mache ich eine Kombination aus beiden. Ist für mich einfach gesellschaftlich und psychisch und körperlich vertretbarer. Ich esse mega gern sauber, aber ich gönne mir auch mal ab und zu was. Und ich finde einfach, wenn man sich zu krass auf irgendwas einschießt und sich zu krass selbst dirigiert und selbst geißelt in Form von, ich darf jetzt gar nichts Süßes oder gar nichts Dreckiges mehr essen, dann macht einfach auch der ganze Sport und die ganze Ernährungsform meiner Meinung nach, mich persönlich jetzt, keinen Spaß mehr. Deshalb Leute, wie gesagt, gönnt euch ab und zu was, ernährt euch hauptsächlich gesund, dann habt ihr Spaß dran, ihr bleibt konsistent, also ihr bleibt beständig bei dem Sport, weil ihr wisst, ihr dürft euch auch mal was gönnen. Und das ist doch das Hauptsache, dass man weiterhin Spaß hat, auch mal essen darf, was man möchte und trotzdem gute Erfolge erzielt in Form von Kraft- und Masseaufbau oder eben an Fettverlust. Und dass man gesund bleibt, das sind sowieso die wichtigsten Sachen. Deshalb Leute, wie gesagt, gönnt euch was, esst aber hauptsächlich sauber. Mittelding ist immer der beste Weg. Und deshalb Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen, haut rein und ciao, ciao.